Tschüss. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video, Dazer Tagebuch. Willkommen, willkommen. Ja, ja, ich hör's. Okay, wir müssen leise sein. Willkommen, Sie kommen. Bisschen zurück von der Leiter. Hm? Wir müssen beide Leitern im Blick haben, ne? Ja, ich bin gleich da noch. Schnell, Ponne, schnell. Ich glaube, hier kommt was. Oh. Du bist bei der anderen Leiter, ich bleib hier vorne, oder was? Hm? Okay, Squazzlebutt. Hast du runtergeguckt? Hier ist keiner bei mir. Okay, ich guck mal kurz wieder zu meiner Leiter. Ich gehe noch mal ein Stück weiter und gucke. Okay, es ist gerade viel zu ruhig, ey. Viel zu ruhig. Wer steht denn hier neben mir eigentlich? Das ist Ponne. Also. Ich stehe? Oh, scheiße. Ponne, schnell, leg dich hin. Achso, der ist noch nicht drin im Game. Oh. Nee, Setup. Fick die Hände. Setup complete. Great. Wo sind die jetzt hin? Vielleicht auf dem Vordach vom Krankenhaus? Da gibt's ja dieses kleine Vordach. Ja, das ist auf deiner Seite da oben. Ja, ich guck grad runter, aber ich sehe nichts. Also an der Leiter ist keiner. Bei dir irgendwas? Naja, bei mir ist auch nichts. Alter, nicht, dass sie hinten auf die große Factory gehen und uns dann im Nacken schießen. Hier, bei den Zelten. Okay. Okay, ich sehe sie. Also hinlegen. Also sie kommen auf uns zu, ja. Unbedingt hinlegen. Beide nicht schlecht bewaffnet zumindest. Ja, das habe ich gesehen. Aber mit MP5 haben wir da auch nicht so wirkliches Spiel. Egal, wir sind zu dritt. Wir müssen nur wissen, wann wir aufstehen. Irgendwer jetzt muss haben versagen. Wir voll freies Schuss. Ja, Bild, jetzt! Ne? Ja, los, aufstehen! Ja. Ja, da liegt er. Beide liegen. Noch, nee, einer dreht sich noch. Noch nicht tot. Noch nicht tot. Oh, er schreit aber noch. Hast du den da hinterm Zaun? Ja, ich glaube. Richtig. Noch keine Todesmeldung. Jetzt ist ja, einer. Muss runterlaufen. Ah, oh, der eine bewegt sich noch. Wie viel waren es jetzt? Zwei oder zwei? Einer ist erst tot. Okay, wo ist der andere? Der andere muss ja hinterm Zaun sein. Oh, aber zu viel Zombies, um die jetzt auszulooten, ey. Leider. Scheiße, ich muss mal kurz gucken, wie viel Muni ich noch hab. Der zwei ist immer noch nicht tot, oder? Ah, ich hab nur noch ein Magazin. Her damit, ich hab nur noch vier Jungs. Schuss. Der zweite ist noch nicht tot, oder? Der ist nach rechts verschwunden hinter dem Mauer, ne? Warte mal, ich geh mal. Checkpack öffnen. Ja, kann ich. Wo haben wir's? MP5. Vielen Dank, Ponne. A war a friend, Alter. War a friend. Okay, der eine blutet da noch. Lockt er sich jetzt aus, oder wir gehen da jetzt einer runter? Ah, soll ich? Dann haut aber die Zombies da weg. Ja, aber die... Bin dabei. Okay, dann gehe ich runter. Warte mal, der schießt, ich seh ihn! Oh, hat mich. Scheiße. Ja, Ponne, du hast ihn. Oh, Mann. Naja, du bist tot. Scheiße. Halunke, darf ich dein Magazin klauen? Ja. MP5, wo bist du denn? Ah, da. Jungs, ich direkt mit der Enfield in die Fresse geschossen. Das war Enfield, ja? Das war sehr laut. Wo bist du, Redguard? Ich bin auf dem kleinen Hügel. Geradezu 280 Meter, hab eine Winchester in der Hand und einen Camo-Cloth an. Ich seh dich, ja, ich seh dich auf dem Hügel. Alles klar. Ja, ich seh dich. Du bist gerade aufgestanden und losgelaufen. Ponne, gib mir Rückendeckung, ich geh runter. Zu wen? Zu welche Richtung? Looten. Ich geh zu den Wichsern da unten, zu den Zombies. Und in zwei, es tut mir leid, falls die beiden Wichser, die wir gerade weggeschossen haben, Abonnenten von mir sind, tut's mir leid. Dann seid ihr natürlich keine Wichser, denn ihr habt genau den richtigen YouTube-Kanal erwischt. Oh, Alter, Halunke, du hast eine Granate, die jetzt doch mal ordentlich werfen können. Oh, an die habe ich überhaupt nicht gedacht. Oh, das ist immer witzig, sowas. Alter Ponne, das ganze Krankenhaus ist voller Zombies. Unten drin? Ja. Also die wollen zu mir. Ja, dann geh bloß aus. Ja, mache ich gerade. Siehst du mich hier lang schleichen? Du musst mir decken. Nach links geguckt. Ja, ich schleiche gerade nach rechts. Irgendeiner kriecht da. Ja, das bin ich. Das sehen wir doch von uns. Okay. Das sind echt nur zwei Spieler gewesen. Oh, hier stinkt's, ich hör's. Gibt es in Elektro ein Supermarkt? Ich schieß mal die Zombies noch weg. Ja, ne? Ponne, mach mal. Die da stehen.
Bordsausgang irgendwo? Elektro? Naja, hat sich glaube ich gleich erledigt. Nicht erschrecken. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Die kommen alle zu mir, ne? Redguard, renn mal weg. Ja, ja, mach ich. Ich renne in die Zelte rein. Weil ich hier gerade lang schleiche. Ponne, siehst du mich noch von da oben? Ja. Okay, sag mir, wenn zombie-mäßig was kommt. Kann ich da jetzt hin? Ja. Okay. Also hinter der Mauer scheint nichts zu sein. Vielleicht machst du auch die Tür noch zu. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Doch, da ist ein Zombie hinter der Mauer. Also ich habe keinen Sichtfeld. Du hast auch eine MP5. Ja, den hole ich jetzt auch weg hier. Schallgedämpft meine ich. Okay, er liegt. So, jetzt machen wir noch das Tor zu. Alter, das war ja eine spannende Aktion, wa? Alter, das war richtig cool. Also, die haben sich bestimmt richtig verarscht gefühlt. So, was hat denn der Typ hier? Ausrüstung. Warum sehe ich seine Ausrüstung nicht? Nicht der Zombie. Ja, richtig gut, dass wir auf so eine passende Gelegenheit gewartet haben. Das war geplant, seit Tagen im Voraus. Und dass die halt nochmal so nah ans Krankenhaus gekommen sind, ne? Tür schließen. Da kommt ein Zombie. Ja, soll ich den wegholen? Ja, mach mal. Danke. Noch ein Zombie. Der rennt direkt auf mich zu. Nein, der will zu mir. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt kann ich looten. Aber eigentlich wäre es jetzt cool, wenn man unten ins Krankenhaus eine Granate reinwerfen würde, ne? Ausrüstung. Der hatte eine AK-107. Ein Magazin, zwei Blutkonserven, die stecke ich gleich mal ein. Die AK brauche ich auf jeden Fall. Ja, die Munition. Kriegst du. Also AK-Munition brauchst du. Mhm. Open Bag. Dann nehme ich die AK-Munition mit. Nehme das Essen mit. Das brauche ich nämlich gerade mal ein bisschen. Makarov. Brauche ich jemand Makarov-Magazine? Nee. Bräuchte G17-Magazin, falls ihr habt. Ja, hier oben, Halunka hat welche. Okay, dann komme ich. Oder ich komme, nimm die mit. Werkzeugkoffer. Also ich bin in 3,5 Kilometern auch wieder da, ne? Ach so. Ja, dann, egal. Da räuber ich dich mal nicht so sehr aus. Es ist aber eine AK-107, Ponne. Ja, macht ja nichts. Willst du die? Egal. Da kommt das... die braune rein. Oder willst... Nee, richtig, die braune. Nee, wegen dir meine ich. Da hinten kommt noch einer. Hier kommt einer, ja, bei den Zelten. Das bin ich. Oh, Gott sei Dank. Alter, mir fehlen die Nam, hier die Tags. Ja. So, wo ist der andere Typ? Gehe ich richtig? Was für eine AK war das? 107. Das ist so eine schwarze. Weiß gar nicht, wie die. Mit Rotpunkt. Die ich vorhin hatte. Oh ja, eigentlich wäre die geiler. Ja, dann hole ich mir die selber. Ja, warte, ich kann die dir noch mitbringen. Ich habe doch einen Rucksack. Ja, wo läuft denn hier der Zombie hin? Der läuft mir hinterher, glaube ich. Ach so. Scheiße, hier ist gerade ein Zombie aufgestanden. Oh, gut. Oh, fuck. Also hier ist eine Lee Enfield noch. Falls jemand will. Nee. Eigentlich nee. Nicht. Der hat halt auch Blutkonserven, die stecke ich mir auch ein. Naja, ich komme ja gleich. Ich habe kein Blut mehr. Bei mir ist alles grau und verschwommen. Wow, scheiße Zombie. Ist gar nicht so einfach, so grau und verschwommen durch Elektro zu laufen. Nee, das stimmt. Achtung, ich komme die Leiter hoch. Ah, und ja. Der Zombie hat mich getroffen. Na super. Also Lee Enfield will keiner, ja? Nein. Okay, nein. Dann verstecke ich nämlich jetzt die Leichen. Dann sind sie nämlich richtig schön angepisst, wenn sie wiederkommen. Nee, warte, aber vielleicht braucht ja... Pseudo. Pseudo brauchst du ja noch was. Versteckst du noch nicht. Also ich habe eine Enfield und einen Werkzeugkoffer. Ja, aber du brauchst doch Enfield-Munition. Ja, dann bringe ich die mit. Das ist doch gar kein Problem. Ihr habt jetzt alle einen Rucksack oder was? Ich hab einen. Nee, nur Alex und ich. Weil wir die coolen sind. Aber ist ja egal. Hat die jemand hier eine M9 gehabt? Ich hab eine M9, ja. Ich hab zwei SD-Magazine noch im Rucksack, falls dann so, haben wir es. Leiche verstecken. Ja, möchte ich sehr gerne. Ich verstecke nur gerade die Leiche. Ach so, Halunke hat. Ne, die G17-Mission kannst du ja gar nicht haben, weil Halunke hat ja eine G17, sehe ich gerade. Oder Halunke? Ja. Ja, dann kannst du sie gar nicht haben. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. Alter, werf doch mal die Granate runter, Ponne. Direkt da, wo... direkt da, direkt das da, geht wo, nicht. Warum nein, nicht? Das geht nicht. Ich muss runterkommen. Warum?
Ich kann die nicht einfach runterwerfen. Das ist hier bei diesem Spiel macht es echt gefährlich. Müsste runter zu dir kommen. Soll ich machen? Ja klar. Guck mal, da sind so viele Zombies, das wäre so lustig. Ja, dann komm ich runter. Aber hier dann, Markus, dann bleibst du hier oben und halt mal ein bisschen die Stellung. Jo, ich schau. Bisschen looten. Ah, hier kommt die Treppe überhaupt runter? Der Vorteil wäre natürlich auch, dann sind unten alle Scheiben kaputt gleich. Auch noch eine Blutkonserve. Jetzt habe ich. Muss mal gucken, wo ich hier die Stück Treppe runterkomme, ey. Und dann kommst du hier hin zu diesem Helikopterlandeplatz und dann wirfst du mal die Granate rüber. Der Problem ist, dass hier unten alles voller Zombies ist. Oh nein, ich hab einen Zombie gesehen, ich hab einen Zombie gesehen. Warum ist er so weit, ey? Ich muss mal andersrum gehen. Hier unten sind Zombies. Okay, ich wollte gerade schießen. Ach ja, ey. Hab beide einen schnellen Finger. Ach, hier unten ist auch noch ein Zombie, ey. Oh. Was hast du denn für eine Waffe? Eine Winchester? Ja. Dann schieß den Typen hier mal weg. Deine Winchester ist leise. Wie war das, wenn ich mich auslogge? Ist meine Munition wieder voll? Kannst du ja ausprobieren. Ja, das wäre ja voll geschießt. Schieß den mal. Nee, den rechten da ab. Was sind da zwei? Ich bekomme nicht geschossen. Ich krieg ihn nicht. Ja, von hier aus. Komm doch zu mir. Aber ich hab nur Pellets, also es wird wahrscheinlich nichts werden. Der steht oder den anderen? Nein, der da steht. Ich will ja die Leiter runter. Hier ist noch einer. Okay. Ey, jetzt rennen sie auf einmal alle los! Nein! Tja, meine Flinte ist doch ein bisschen lauter. Die sind alle aktiv kommt geworden. Kommt wieder zurück! Kommt alle wieder zurück! Oh! Okay, jetzt kann ich auf der anderen Seite Krankenhaus hoch, ne? Ja. Okay, cool. Komme. Ach, schade. Verteidigt ihr da das Krankenhaus? Achtung, hier kommt. Hier steht einer auf der Leiter. Ja, oh Mann, er redet doch, dass er gerade kommen möchte. Hä? Nee, okay. ich bin nicht auf der Leiter. Ich komme zum Krankenhaus. Wer steht auf der Leiter? Wer kommt zum Krankenhaus? Ich komme jetzt gerade hinten die Leiter hoch. Okay, ja, dann bist du. Bist du da schon oben oder? Nee, ich bin jetzt gerade erst hochgelaufen. Er kommt jetzt die Leiter hoch. Irgendeiner ganz oben auf der Leiter. Wo denn? Ich sehe da einen. Nicht doof. Ja, wo? Ein Schwarzer. Hinten, da wo du zuerst runter wolltest. Ja, hier steht einer. Bist du das, Ponne? Oben auf der Leiter? Nein. Knallen ab. Ich bin hinter euch, wenn ihr euch umdrehen würdet. Bin das nicht. Ja, ich schieß schon auf den Kopf. Ich schieß ihn doch. Ja, Justin war das. Justin! Sehr cool. Und ihr guckt uns noch so an. Geh mal runter. Ach, cool. Schon wieder eingetötet. Was ist denn hier los, ey, Justin? Ja, bist du nicht langsam mal auch ein Bandit, ey? Nee, ich guck grad mal, was der an Ausrüstung hat. Der hatte eine Dose, der hatte was zu essen. Also viel hätte der auch nicht. Der tut mir gerade richtig leid, den hätten wir nicht töten müssen. Aber warum hat denn der nichts gesagt? Hat das einer gebaut, da? Ich fall runter. Oh! Ich bin bewusstlos. Wo ist er? Ich bin auf einmal losgelaufen, ja, wo die ganzen Zombies stehen und die fressen mich gerade. Hallo? Alter! Weiß einer, was hier in diesem Feldlazarett ist? Ja. Was zuerst, also hier, Heilung und so. Ich kann die Leiche nicht verstecken, Redguard. Die ist gerade verschwunden. Ich bin übrigens von gerade tot, was die da gebaut haben. Alter, ich weiß nicht, was das war. Ich bin auf einmal losgelaufen. Wolltest du dich hinlegen? Ja. Ja, das habe ich auch gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit nur auf Fläche hingelegt, wo ich auch ein bisschen laufen kann, weil der jedes Mal automatisch losgelaufen ist und hat sich dann hingeschmissen. Alter Scheiße. Mir egal. Naja, wir haben hier voll das riesen Lager gebaut. Wir bewachen ja hier noch alles, also von daher, Ponne, komm her. Ja, mal gucken, wo ich rauskomme. Das ist richtig geil. Wo beim Feldlazarett, wo bist du denn? Naja, vor, Cerno. Hä? Wieso vor? Ich dachte, du kommst zu uns. Ja, auf dem Golova. Redguard, wir müssen echt besser aufpassen, ne? Wenn so ein Justin hier in den Treppe hochkommen kann, ne? Ja, wie er das geschafft hat, der muss direkt aus Cerno rausgekommen sein. Ihr seid doch in Cerno. Da hat keiner hingeguckt. Oh, hier fault alles, hörst du das?
Überall ja. Nur Fliegen. Wir hören doch gar keine Schritte mehr. Oh, ist ja richtig geil. Ich bin ein Cheranus rausgekommen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Zombies da unten wegkriegen. Aber ich weiß nicht, wie ich die wegschießen soll von hier oben. Nee, warte mal. Da bist du. Nee, ich glaube, das ist Elektro. Dann drück doch einfach M. Nee, ist Elektro. Leiter herabsteigen. Mal gucken. Naja, ich bin jetzt von Solnitschny nach Tscherno gelaufen. Und ich brauche noch 1,3 Kilometer. Ich auch. Wie? Warst du auch in Solnitschny? Nee, hier, wie heißt denn der Ort? Kamenka. Kamenka, ja. Das ich habe irgendwie jetzt gerade Reden gehört. Oh Gott. Das drüben beim Krankenhaus. Bei uns am Krankenhaus oder was? Ja. Ich bin noch auf dem Krankenhaus. Oh, Redguard, mach mal nicht sowas mit mir hier. Och, Redguard. Mach ich doch gar nicht. Redguard. Ich bin gerade unten, brat mein Fleisch am Öl. Also ihr solltet auf jeden Fall euch meinen Rucksack holen. Ja, der Redguard geht ja gerade runter. Okay. Ich hab einen Rucksack. Hier unten rennt Zombies. Einen. Ich hab einen, ja. Redguard. Ja, ich hab aber einen riesengroßen mit 20 Plätzen oder so. Irgendjemand hört hier stöhnen. Wahrscheinlich noch Ponne. Naja, Zombies sollen angeblich auch manchmal stöhnen können. Ponne, verdienst du eigentlich noch Geld als Pornosynchronisator? Oder vorbei der Job? Bisschen schlechter geworden. Ja. Ein bisschen mehr so heiser geworden, also so Stimmbruch und so, aber. Ja, war geil, als du noch diese Mädchenstimme hattest, ne? Und diese ganzen japanischen Hentais machen konntest. Ja, das war eine gute Zeiten, aber. Ja. Weißt ja, die guten Zeiten, ne? Irgendwann sind die sind dank dem Internet sowieso vorbei in der Pornobranche, das ist alles. Gott, was die uns alle alles kaputt gemacht haben, ne? Das Internet, das hat uns alles kaputt gemacht. Ich gehe mal aufs aber, glaub, kleinere Dach. Aber das Internet, das setzt sich nicht durch. Was? Das setzt sich nicht durch, dieses Internet. Nee, ich glaube auch Radio kommt wieder. Ja. Bin ich der festen Überzeugung. Radio und Tageszeitung auf Papier. Hier sind jede Menge Zombies. So, ich bin die haben mich geschlagen. Ich bin auf dem Vordach oben, ne? Damit ich ein bisschen mehr Umsicht habe. Ich habe nur Angst, dass irgendjemand auf die große Factory geht und sonst dann eine verpoolt. Ja, ne? Das wäre irgendwie... Mit einer MP5 wäre das irgendwie richtig Dreck. Ja, da zurückzuschießen. Ich bin jetzt gerade bei der großen Factory, ne? Also bei den Silos und so, ne? Ach, du bist jetzt schon hier bei uns? Ja. Okay, cool. Ich gucke zu den Riesensilos. Wie hast du das hingekriegt? Ach so, durchgestratzt. Wo bist du, Alex? Bist du ganz oben drauf, oder? Ich bin ganz oben drauf, ja. Komm ich da noch was trinken? Hm. Ah, bisschen unnormal. Ich bin jetzt wieder als Bandit bin ich wieder reingekommen. Merke ich gerade. Das machst du glaube ich immer, wenn du einmal Bandit bist. Ja. Für ewig ein böser Wicht. Ja, solange bis du wieder gute Dinge getan hast, zum Beispiel einen also anderen ihr Bandit seid auf erschossen. Einem Krankenhaus, richtig? Ja. Ja. Komm jetzt hoch, Alex. Dann nicht über diese Hügel geradeaus. Ja, seh dich. Und dann. Aber ich sehe ja Luke noch nicht. Im Ort oder? Ja, ich bin jetzt am Krankenhaus. Seid ihr direkt im Ort oder? Direkt außerhalb? Im Ort, hinten bei der Factory. Okay. Nee, das ist gar nicht das Krankenhaus. Dann bist du beim anderen Krankenhaus oder was? Nee, das ist irgend so ein Gebäude, was so ähnlich aussieht. Verdammt, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Ja, das ist linke Hand, beziehungsweise du musst jetzt. Sollen wir die Koordinaten sagen? Nee, ich habe jetzt Zombies hinter mir. Das ist schlecht. Der ist in meine Richtung, Alex. In deiner Richtung? Schaue. Da müsste das sein, denke ich mal. Vorne bei dem Kran. Guck mal, Justin wurde nochmal zweimal getötet, der arme Junge. Ja, der will da respawnen, wo wir waren und uns nochmal umbringen. Also ich komme jetzt von Osten, ne? Nein. Osten, da. Vom gelben Kran, glaube ich. Ja, ja. Nein, ich habe meine Winchester abgelegt. Noch 700. Ah. Okay, pass auf, Redguard, du guckst in die Richtung, wo du denkst, Halunke kommt, ich guck in die Richtung, wo ich denke, Pseudo kommt. Ich hab grad ein Problem, ich hab aus Versehen meine Winchester abgelegt. Ja, und wo ist die? Ich hab so ein bisschen verlaufen hier. Ja, wenn ich wüsste, wo. Du kannst dich nicht verlaufen, das ist so eine Map. Also, ich sehe gar nichts. Man kann nicht drauf gucken, wenn man von Zombies verfolgt wird. Eigentlich auch unrealistisch, ne? Das ich lauf nur noch geradeaus. Aber du kannst doch wieder Shift und markieren. Ja, aber doch nicht, wenn Zombies hinter ihm sind. So. Er kann doch nicht stehen bleiben. Das ist ein Argument. Ja, ich sehe es jetzt, das Krankenhaus. Wir rennen jetzt von Norden, müsste das sein, drauf zu. Norden. Ich habe gerade einen Typen gekillt, der stand
vor mir, ey. Justin. Hast du Justin getötet? Ja, ich weiß nicht, ob Fuzzi war oder Justin, ey. Also Fuzzi hast du vorhin schon getötet. Aber wie kommen die so schnell dahin? So, ich geh bei der Gelegenheit mal in die Zelte rein hier, ne? So, ich komme. Ich kann nicht sehen, was das Krankenhaus ist, aber ich überquere Bahnschienen. Ich bin jetzt eben im Zelt rein. Da kommt ein Zombie hinterher ins Zelt. Ja. Ich sehe Pseudo noch nicht. Er müsste im Zelt drinnen sein, denke ich. Nee, das ist Halunke. Großen. Links neben dem Fabrikgebäude bin ich jetzt. Alter, da kommt noch ein anderer mit einer großen Waffe und hinter ihm ist ein weißer Zombie. Das bist nicht du, Pseudo, oder? Weiß nicht, ich bin jetzt vor so einem Auto. Aus Richtung Nordost. Ja. Kommst du aus Richtung Nordost? Moment, ich kann ja mein Kompass nicht sehen. Bist du gerade durch eine Halle durchgeraten, beziehungsweise Nordost, so eine Art Halle? Nein. Nee, hinter ihm ein weißer Zombie. Guck einfach mal hinter dir. Ja, weißer Zombie. Okay, dann rennst du direkt auf uns zu, das ist okay. Mit blauer Hose. Über Schienen gehe ich jetzt. Ja, genau. Ja, dann bist okay, du das alles doch, klar. Ja. Oh, das ist so beschissen ohne Nametags. Ja, aber ich kann nichts sehen. Wieso kannst du nichts sehen? Ist alles verschwommen. Ich hab Blutpacks einstecken. Ich hab auch ordentlich welche. Ist das hier schon das Krankenhaus links? Ja. Echt? Ja. Jetzt musst du nur noch hoch zu uns. Schiemel, Eddie. Kann ich auch hier in den Zelten lag nichts Vernünftiges. Ja, die kleine Leiter und dann ist da ja noch eine Leiter. Kannst du auch machen. Hauptsache, du kommst schnell hoch. Oh Gott, jetzt blutig. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, ich komme zu dir. Komm hoch. Leiter herabsteigen. Halunke kommt jetzt auch zu uns, ne? Ja. Nee, ich bin oben. Hier ist keiner, oder? Doch, ich komme doch. Doch, wir sind ganz oben. Da, Alex kommt zu dir. Ich komme jetzt auch hoch. Beweg dich mal nicht, bleib doch mal stehen. Ja, warte, das ist mein Auto laufen. Wunden verbinden. ich verbinde deine Wunden. Bin Alter, tot. Du hast einen Schuss hinten in den Kopf gekriegt. Oh nein, ey. Ich jetzt gerade. Der läuft da die ganze Zeit und dann sowas. Kann ich dir trotzdem. Oh nein, er ist echt hier verreckt, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Direkt vor meiner Nase. Nein, Gott, warum muss der sterben? Ist hier noch was von meinem Krempel eigentlich? Ja, hier vorne ist eine Leiche. Das hier? Ja, die da halb runterfällt. Ja. Danach kannst du dich ja mal verstecken, weil schlecht. Die stinkt voll. Darf ich eigentlich mein Magazin wieder haben? Nee. Warte. Oh. Dann, aber ich hab's geschafft zu euch. Hier, ich leg's auf den Boden. Pseudo, möchtest du deine Lee Enfield behalten? Ich leg dir alle Magazine auf den Boden. Dann nehme ich mir die mal, damit ich auch wieder eine Waffe hab. Die wollte ich mir gerade klauen. Na, dann nimm du die Lee Enfield und ich raub unten Ponner aus. Ja, mach das. Ich weiß nicht, ob braucht noch wer PDW M1911 Makarov? Nee. Ich bin ganz schnell wieder da. Leute, wieso Landebahn. Komm ich von der anderen Seite. Redguard, kannst du mir helfen, unten die Zombies wegzuräumen, dass ich Ponne ausrauben kann? Oder? Ponne, wo bist du runtergefallen? Da, wo die vielen Zombies waren? Ja. Alles mit Farbe, geil. Ich will erstmal schnell was essen. Ich bin original eine halbe Stunde oder sowas. Lebensmittel essen. Das bin ich, ne? Okay. Aber meine M1911 hat leider kein Silence, merke ich gerade. Scheiße. Scheiße, wie soll ich denn da hinkommen zum Ponne? Ich hab keine Ahnung. Ponne, das ist alles. Aber wenn du da hinkommst, dann lohnt es sich. Echt? Ich hab viel größeren Rucksack als du gehabt. Ja, aber richtig großen. Ich hab gerade Halunke meine ganzen Dings gegeben, meine ganzen Magazine und ich will eigentlich nur deine Waffe. Den Rucksack brauchst du auch. Ja, ich hab ja. Es wäre sehr Schande, den Rucksack da liegen zu lassen. Wo liegst denn du? Vor dem Krankenhaus. Ja, da, wo die ganzen Fenster sind. Dann bin ich vor uns an dir vorbeigerannt. Ja, aber willst du da machen? Bis gleich, Hase. Ciao. Tschüss. Ciao, Hase. Hau rein. Ja, ich dich auch. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. Ey. Sag ich da? Ey. Hab ich erzählt, dass ich gerade schon wieder einen getötet habe? Achso, ja, hab ich. Ja, hier läuft gerade schon wieder einer rum. Werkzeugkoffer und sowas, ne, Leute? Und eine Uhr. Werkzeugkoffer hab ich auch, aber ich versuche hier erstmal jetzt aufzuräumen, das ist so nervig. Achtung, Alex, ich laufe hier ringsrum, ne? Nicht, dass du auf mich schießt, aus Versehen. Wie ums Krankenhaus? So, ich bin aber weg, Leute. Jo, hauen sie rein. Jo, mach's gut. Hauen sie rein, war lustig. Jetzt kann ich da nicht dein Magazin noch wiedergeben, ne? Alter, lauf, Redguard! Hinter dir, was ist los? Ich laufe.
Die Magazine, willst du noch haben? Ja, das wäre super. Dann kann ich leise die ganzen Zombies wegräumen hier, damit... Liegen ich... hier. Coole Sache, danke. Das war ja lustig. Hallustig war das. Halunke, darf ich dir in den Hinterkopf schießen? Oh, jetzt ist er weg. Nee. Nee. Nein. Was machst du nicht? Ich versuch nee, das, nee, nee. So gemein das jetzt auch ist, ich cheate jetzt mal. Ich lock mich jetzt mal aus hier. Ich will nur einmal sehen. Wenn viel Spaß und viel Action noch. Jo, danke. Jo, danke. Auch so. User disconnected from your channel. Wenn ich mich wieder einlogge, was Ponne gesagt hat, ob ich volle Magazine habe. Ich will, dass die ganzen Dings verschwinden. Also bei Pistolenmunition, da weiß ich hundertprozentig, dass es... Oh, ich habe gerade eine Mail gekriegt. Steam, ein Spiel auf ihrer Wunschliste ist jetzt gerade im Sonderangebot. Assassin's Creed Revelations für 13,59 €. Das ist günstig. 13,59 € kann man nicht sagen, ne? Muss ich gleich mal in den Steam-Shop gucken. Nee, musst du nicht. Muss ich nicht, ich soll kein Assassin's Creed spielen. Ich mag aber Assassin's Creed. Weiß ich nicht, frag doch die Leute. Soll ich Assassin's Creed spielen? Nein. Ach, aber da hat sich nichts geändert, ey. Das ist ein bisschen lustig, aber... Ein bisschen lustig. Ich mag's trotzdem. Ja, so Langeweile zu vertreiben, so wie DayZ eigentlich, ne? Lachen. Ja, aber DayZ ist irgendwie, ne? Nee, also eigentlich laufe ich immer nur geradeaus, bis ich dann irgendwo verblute. So, mal gucken, ob der Ponne recht hatte. Ponne, meine Magazine sind voll, du hattest recht. Das ist ja scheiße. Das ist echt scheiße. Oh, ist das schlecht. Ich hatte jetzt Unrecht. Oh, ist das jetzt scheiße, dass ich hier volle Magazine habe, ey. Oh, ich fühle mich so schlecht gerade. Oh, das ist richtig dreckig, ey. Redguard, ist der LS-Pack größer oder der Chesh-Pack? Der LS-Pack, oder? Räumst du gerade noch Ponne aus, LS-Pack. Oder was? Eventuell. Ja, mach das. Eventuell bist du gleich arm. Tschüss. Was sollen denn die Leichen hier rumliegen, so nutzlos? Also ich hole mir die heute nicht mehr, dafür habe ich keine Zeit. Wo bist du, Redguard? Keine Zeit. Ich bin Elektro, ich weiß gar nicht, wie ich... Nee, aber da ist doch nicht Ponne. Genau, zwischen den Toren, das bin ich. Ponne muss doch irgendwo hier vorne liegen. Wow. Hier drüben liegt noch eine. Die hat eine AK. Ja, die hatten wir vorhin getötet. Aber okay. Die hatten keine Munition dazu. Ponne, du bist nirgendwo zu sehen. Ich glaube, du bist aufs Vordach gefallen. In der Firestation liegt eine Winchester. Nein, ich bin nicht aufs Vordach gefallen. Hier, hier ist Ponne. Ja. Alles klar, Ausrüstung, angucken. Hat aber nicht allzu viel, deswegen, das ist das Komische. Ja, AK, bla bla, bla bla. Ist Chech-Pack größer oder Assault-Pack? Das habe ich gerade gefragt. Assault. Assault ist größer? Dann lassen wir das mal. Denke ich. Ich glaube schon. Chech-Pack hat 25 Punkte. Na, was möchtet ihr haben? Ich habe im Angebot eine SA-58P oder eine AKS-74U. Ponne, deine Leiche liegt hier noch. Sollen wir sie irgendwie schänden oder wie sieht's aus? Ja, natürlich. Schön durchschänden. immer schön schänden. Schön durchschänden. Nein, lauf. Hast du jetzt das Checkpack genommen? Nee, ne? Ach, Alex, hier hinten ist einer, der schießt. Achtung, linke Hand. Alter, ich höre es. Wo ist einer? Oh, da sehe ich einen laufen. Alex, warst du das, oder? Nein, ich sehe ihn. Der ist auf jeden Fall unten. Ich komme hoch. Er läuft weiter geradeaus, also von euch weg, oder? Ja, genau. Der ist hinten bei den Zelten, Redguard. Kommst du gerade das Krankenhaus wieder hoch? Ich wollte gerade dir hinterher. Dann mach das. Ja. Komm. Lauf. Ich weiß, wo der Typ ist. Ich hab ihn noch im Blick. Ich hab leider keine Munition. Meine Beine sind schnell gebrochen. So eine Scheiße. Warum hast du die AK nicht genommen? Weil da keine Munition dazu ist. Oh nein. Hier, ja, Leute, kann ich sicher von der Firestation zu euch kommen? Von welcher? Von der hinteren da, ne? Achtung, oh. Alex! Achtung, der schießt! Der hat sich gerade hingelegt. Liegt rechts von der Mauer. Ich liege auch. Ich sehe ihn. Da war einer auf dem Dach. Pass auf! Firestation. Wie kriegen wir den Penner? Ich sehe ihn. Wo ist er? Ist nicht...
Pseudo von der anderen Seite, kommt er nicht gerade? Ja, der kommt gerade von der anderen Seite. Gerade, seht ihr mich oder was? Nee, aber ich dachte, dass du von der anderen Seite kommst und dass du ihn umgehst. Achtung, ich hab ihn getötet, oder? Er wird gerade gefressen von den Zombies. Ja, King of Nibbles muss er sein, ne? King of Nibbles, ja. Ich komme aus Südwesten. Straße runter. Richtig gerade laufe ich zu euch. Jetzt fallt doch mal um, ihr Zombies, ich will den looten. Seht ihr mich? Machst du das, Red Guard? Nee, ich bin voll ausgelastet. Ich hab einen ganzen Rucksack voll und so weiter. Ja, ich auch, aber vielleicht habe ich ja eigentlich eine gute Waffe. Bloodpacks und so weiter. Ja, hol ich mir gleich. Ich wollte mir bloß von Halunken noch das G17 Magazin holen, das er hier oben noch liegen hat, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er noch hier ist. Möchte er einen neuen haben? Nee, dann gehe ich wieder runter und dann loote ich den Typen. Ja, dann sag mal, was der hat. Ich räume da jetzt gerade mal die Zombies weg. Weil, na gut. Du kannst mir dann mal ein Bloodpack geben, Alex. Bin vom Hostel-Kill. Ich habe keine Munition mehr, glaube ich. Scheiße. Toll. Dann müsste ich mich ja mal wieder ausloggen, wa? Du Cheater. Das ist mir jetzt gerade scheißegal. Mir auch. Ich logge mich aus. Jetzt nicht sagen, ne? Ich muss erst warten, bis meine Schusszeit abgeklungen ist. Oh, guck mal, jemand hat Justin getötet, wie gemein. Ja, ich war das. Mega. So, ich bin vom Hospital. Aber ich laufe jetzt blaues Tor rein. Okay, Alex ist oben. Ja, aber ich logge mich gerade aus. Okay. Hier liegt eine Winchester. Oh, das ist meine, die ist von uns runtergefallen. Macht ja nichts. Oh, so eine Kacke. Sie können diese Mission nicht spielen oder bearbeiten. Wo liegt jetzt der Ponne? Der Ponne liegt vor dem Krankenhaus. Da, wo die Fenster sind. Fenster sind zu? Ja, ja. Er liegt aber vor dem Ponne. Der hat auch eine Winchester. Warum gehen denn die Fenster nicht auf? Wie, der hatte eine Winchester und hat sich zu uns hingetraut, der Idiot? Der hat eine Winchester. Wir haben die Fenster noch nicht aufgeschossen, Pseudo. Nee? Nö. Pseudo, wenn du willst, hier hinten liegt einer mit einer Winchester und hat zwei Magazine. Auch keine Winchester. Und was hast du denn? Ach, du hast sie jetzt gerade aufgenommen. Kindergewehr, ey. Kindergewehr. Das ist ein Erbsengewehr. Ich will jetzt hier diese Fenster aufhaben. Geht das? Klar. Ich hab's nicht ausprobiert, ob man die aufmachen kann. Ah, geht auch. Ja, kann man. Ich hab's gehört gerade. Ich bin wieder da. Hier so ein bisschen Abstand von diesen Zombies. Hat der noch irgendwas Cooles, Redguard? Nein. Ne, okay. M1911 Magazin und ein bisschen was zu essen, aber pff, das war's eigentlich. Ja, das ist ja Latte. Aber ist ja krass, dass wir hier dieses Krankenhaus so verteidigen. Oh, wer hat da geschossen? Ich. Das ist voll laut. Ja, aber jetzt sind wenigstens alle weg und ich kann zu dem Typen hingehen, der hier liegt. Alex, ich komm gleich wieder hoch, dann kannst du mir mal ein Blutpack injizieren. Der hier oben hat auch 100, also hier, ne, das ist noch deine Leiche, ne, Pseudo? Mit SVD, Draganov, Magazin und so. Ach, erzähl doch nicht sowas. Ja, die liegt hier immer noch, du. Die wollte ich gerade verstecken, weil die so stinkt. Sein. Doch, die stinkt voll ab. Alter, die liegt nur eine Granate, ey. Was ist ja, das für, was ist das für eine geile Leiche hier? Meine. Das ist Ponnes Leiche. Ich bin der beste, ausgerüstete Kämpfer. Ever, ey. So viele geile Munition. Alex, ich komm hoch, nicht erschrecken. Ja, nee, ich erschreck mich über gar nichts mehr. Oh, bam, 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 bam. Okay, hock dich hin. Dann gib mir mal ein Blutpack. Ich müsste auch eins im Rucksack drin haben. Ich geb dir eins, ich hab da auch fünf. Kommt kleine Leiter hoch. Da hat jemand die Glocke geläutet. Das kann und? Man? Nein, heißt? Quatsch. Ich glaub nicht, jetzt sehe ich wieder bunt. Brauchst du auch, Alex? Nö, ich brauch nicht. Ich bin gut ausgerüstet gerade. Der Papst sitzt gerade im Haus? Ja, weißer Rauch ist gerade aufgestiegen. Echt? Ja. Ah, das war eine Blähung beim Red Guard, hab mich gehört. Ich bin hier oben, ne? Hallo, guck mal. Juhu, Leiter. Ah, ja. Alter, geile Uniform, Alter. Hab ich auch so eine? Meine Beine sind kaputt. Warum hab ich nicht so eine Uniform? Ronne, wir haben hier alles, weiß du musst nur uns herrobben. Das war die Kammerkluft, die ich gefunden hatte. Cool. Wie weit hast du es noch, Ronne? Ja, wenn ich jetzt so mit dem Tempo ruppe, ja, morgen ungefähr so Zeit. Okay, wo bist du denn? Wir könnten ja jetzt, da wir alle wieder hier zusammen sind, könnten wir jetzt eigentlich zu dir kommen und dir helfen. Nein, ich bin ja im Krankenhaus in der Nähe da. Ich gehe da gerade hin.
Ist nämlich total lustig. Hier in Tscherno. Krankenhaus und Elektro. Achso. Und hier aber auf dem Krankenhaus in Tscherno ist total lustig, weil hier so viele Leute vorbeikommen. Wie viele wir hier schon getötet haben, wie gemein wir sind. Ja, das wird die ganze Zeit so abgehen, glaube ich, ne? Ja, aber irgendwann müssen die auch wissen, wo wir liegen. Wir müssen für irgendwann. Die tollen Sachen, ey. Was war das für ein. Oh Gott. Du hast gerade nachgeladen. Alter, ich bin auf jedes Geräusch hier gerade voll fixiert, dass ich alles mitkriege. Diese Kacke. Ja. Ey, guck mal. Wenn du so viel redest, ey, ich würde gar nichts mitkriegen. Ja, aber meine Stimme ist halt viel schöner als deine. Braucht jemand eigentlich noch. Alex, du brauchst doch die M9, oder? Ja. Ich habe SD-Magazin im Rucksack. Warum hast du den nicht rausgenommen? Her damit. LS-Pack öffnen. Warum ging das gerade nicht da? Ey, man kann hier das LS-Pack nicht öffnen von Leuten, wenn die leben. Muss ich mir mal rausschmeißen. Ja. Oh. Ich drücke auf LS-Pack, dann öffnet sich ganz kurz das Inventar und geht wieder aus. Warte mal, ich versuch's mal bei dir. Assault-Pack öffnen. Geht nicht, ne? Durch. Ich gehe da mal in meinen Aufgabenbereich. Nee, nicht wirklich. Na, geh mal in deinen Aufgabenbereich und guck mal, was da abgeht. Ich schmeiß mal raus. Da, ich bin schon wieder tot. Ach, Ponne, was kannst du eigentlich? Ich wollte versucht, die Scheiben vom Krankenhaus einzuschießen. In der Zeit sind ganz viele Zombies gekommen und ich konnte nicht weg. Also, nicht dein Tag, eigentlich? Sagst du? Ihr guckt mal, was da steht. Der will einer. Sagt ja, versteckt euch und wenn er kommt, schießt sie nieder. Hä? Anyone by Tscherno Hospital willing to give me blood trans? Ja, schreibt ja, versteckt euch. Und kommt, schießt sie so nieder. Gemein sind wir nicht. Quatsch, na klar. Sure, danke, das wollte ich auch gerade schreiben. Wo sind die Magazine hin? Einmal Bambi. Komm, komm, Redguard schreibt auch noch Sure. Dann freut er sich so richtig auf eine Dreiergruppe. Ja, wahrscheinlich liegt er da oben im Wald mit einer Sniper oder so. Das mag sein, da müssen wir auch mal hochgucken. Dann geht eine Stunde noch. Die jetzige Schulstunde ist noch 23 Minuten lang. Alex, die Magazine sind irgendwie verschwunden. Oh, du Frechdachs. Tut mir leid. Deswegen habe ich eigentlich extra eingepackt gehabt. 5 bis 10 Minuten. Wollen wir ihm mal wirklich helfen? Wollen wir mal nett sein? Nee. 2 Leute halten ihn einfach in Schacht und ich helfe ihm. Ja. Nein. Er kann seine Waffe unten ablegen und hochkommen. Ja. So soll er es machen, ja. Ja. Dann müssen wir hinschreiben, so drop your weapons down, motherfucker! Hier, auch immer mal wieder bitte hoch zur großen Factory gucken, nicht, dass da einer hochklettert, der uns dann da vom Dach wegschießt. Wollen wir, also, lass uns wirklich mal einen fremden Menschen helfen. Helft ihm. Ja, hast du dir denn jetzt mal eine vernünftige Waffe geholt? Ich habe immer noch die MP5. Nein, hier. Ich habe die Winchester. Redguard. Ja, das ist warum scheiße. Hast du dir denn nicht die Lee Enfield geholt? Warst du schon mal durch die Zelte da? Ja. Und nichts oder was? Nein, da lag bloß eine Winchester da. Eine Lee Enfield. Ohne Munition und alles. Deswegen habe ich jetzt die genommen. Hinten Factory bei mir auf meiner Seite. Kommt einer? Ja, guck mal, gelber Kran. Am gelben Kran? Ja, nee, also in diesem Gebäude. Da rennt einer drinnen rum. Gerade in der zweiten Etage, glaube ich. Also in der mittleren Etage. Noch nicht ganz schießen oben. Wir den dann von hier oder was? Nee, das schaffe ich nicht hierher, mit der MP5. Der kommt dann hierher. Ja. Meinst du? Klar, der will hier. Alle wollen aufs Krankenhaus. Alle wollen weg, wollen zur Party fahren. Doch, er bleibt für immer in Afghanistan. Ach nee. Über dem Dach der Kaserne sind dieselben Sterne, ob in Deutschland oder in der Ferne. Witzig. Ja. Ja, was geht denn jetzt? Ja, ich warte auf Factory Man. Ne, Factory Man! Aber große Factory ist auch noch nix zu sehen. Leute, schaust du in die Richtung große Factory oder? Mit Alex zusammen, ja. Nee, ich guck gerade zu der Factory mit dem gelben Kran. Ach so. I love Justin! warum hast du ihn schon wieder massakriert? Ich hab ihn ja schon 3-mal erwischt. Ich wollte mal fragen, wann ich ihn mal wieder treffe.
Justin, where are you? Come on! Sit down! Okay. I fuck you. Yes. Softly. Yes. Oh, oh, oh! Wo ist das? Zelte irgendwo unten. Ja, ja, genau. Jo, da hinten aus den Zelten raus. Lass uns mal alle wieder bereit machen. Aus den, Rote Kreuzzelten? Ja, genau, Rote Kreuzzelte. Mittleres, hinten. Da läuft er, ja, ja. Pass auf, wir machen uns wieder bereit für den Fall, dass er hier vorne rauskommt. Kann ich den nicht gleich von hier schießen? Nee, mach dich einfach bereit. Und wenn er dann nah genug dran ist, dann stehen wir alle auf und geben es ihm so richtig. Genau. Okay, er rennt nach hinten. Der läuft noch links hin. Ja, aber ja. Noch nicht aufmerksam machen. Nee. Einen sicheren Schuss. Two-Shot. Oh Gott, auf... Was ist aus uns geworden, Leute? Wir liegen hier auf der Lauer und töten andere Menschen. Wir sind kranke Schweine. Nein. Ich habe noch keinen getötet. Okay, dann bin ich dafür, dass wir irgendwelche Kindergärten überfallen. Los. Ich warte darauf, dass ihr alle Terroristen werdet. Dann werde ich euch töten, damit ich ein Held werde. Und wie sieht der Heldenskin aus? Das werde ich dann sehen. Leuchtest du dann wie ein Einhorn? Und sprühst du dann Regenbogen aus deiner Waffe? Der Typ ist weg, ne? Manchmal. Er ist gerade weg. I need someone to come and test... Aha, toll. Ja, natürlich will man das. Jeder will testen, ob in einem Zelt eine AS-50 liegt. Ey, welcher Spaß sie da drauf reinfällt. Also echt mal. Okay, ich halt nochmal... Schau hier zum gelben Kran, ne? Ich guck weiter Richtung Zelte. Schlecht wäre natürlich auch, wenn bei der Leiter hinter mir dann einer hochkommt. Das wäre auch doof. Das Lager, was er gebaut hat. Ponne ist doch gar nicht frei, oder? Ich bin gerade in Elektro und hat jemand ein Lager gebaut. Ja. Wo denn? Ja, sah bei den Schiffen im Hafen. Wollten mir das mal angucken, aber der hat das gut abgezäumt, der Typ. Ja, und wenn du da reinkommst, kriegst du die AS 50. Weiß nicht, ob das Lager ist. Zumindest ist da ein Zelt. Es gibt in Golova noch eins. Also bei der Factory sehe ich keinen mehr. Das ist voll ärgerlich. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ja, und der andere Stricher ist auch weg. Voll ärgerlich. Oh, ich habe ihn gesehen. Das ist wie damals Pseudo, als ich dich gejagt habe. Er kommt jetzt von hinten. Er kommt aus Richtung... Südöstlicher Richtung kommt er. Jetzt richtig östlich. Jetzt ist er gerade unter der Mauer durchgeklettert. Ich sehe ihn. Oh, dem gebe ich gleich so eine, ey. Oh, wie er sich da lang... Ich komme jetzt auch mal kurz nach vorne hier. Vielleicht ist das der arme Typ da... Nee, der hier hat keinen Rucksack auf. Wo ist er denn jetzt? Wo ich hingucke, wo bist du denn? Naja, ich gucke auch dahin so. Der liegt da unten in so einer Dings drin. Oh, den könnte ich von hier treffen, ey. Und der würde nichts hören, weil ich ein SD-Magazin habe. Ihr Schweine. Okay, jetzt, aber nee, er klettert weiter, ich sehe ihn nicht mehr. Er ist, doch. Wie, er klettert weiter? Ja, er krabbelt weiter, entschuldige, dass ich Klettern und Krabbeln verwechselt habe. Ich konnte in meinem Leben auch erst laufen, bevor ich krabbeln konnte, also bitte. Dann kann er erst klettern, bevor er krabbelt. Ja, wo denn? Ja, vorne in dieser kleinen Hütte, wo bist du denn? Oh Gott! In welche? Oh Gott! Scheiße! Oh Gott, ich glaube, er hat mich gesehen. Hat er geschossen? Nee, aber guck mal, ein anderer rennt da hinten hoch. Wo, da hinten? Nee, das sind Zombies. Zombies sind da hochgelaufen. Du musst mal Beschreibung. Mann, östliche Richtung. Guck mal, einer rennt da hinten hoch. Richtung Meer. Ich hab dir doch gesagt, hier, da vorne. Warte. Südliche Richtung. Da rennt Zombies, siehst du ihn? Aha, ja. Hinstellen? Aufschießen? Nee, noch nicht. Nee. Lass ihn erst rankommen. Viel zu weit weg, das schafft er nicht. Ja, der rennt jetzt aber ins rote Gebäude. Der wird noch zu uns kommen. Wir haben noch 16 Minuten in diesem Video. Schnell weg von der Kante, du. Hinlegen. Ich doch schon. Achtung, er rennt zur großen Factory, andere Seite. Pseudo, mach keinen Scheiß, ey. Jo, da läuft er. Ich sehe ihn. Rennt er zur großen? Ja, der ist weg, oder was? Ja. Okay. Und er hat eine Lee Enfield, würde ich denken. Ja, habe ich auch gedacht. Wollen wir den nicht erschießen, so, wenn er da rauskommt? Das schaffen wir nicht auf die Entfernung, glaube ich. Welche Waffe hast du, Pseudo? Eine SU-58. Sieht aus wie eine AK. Aber ohne Zieldings, ne? Er läuft links weiter an der Mauer. Redguard, ich habe dein Magazin gerade gefunden, aber 10 Meter davon entfernt.
Er läuft machen, hinten ne? raus wieder, Richtung Fire Station. Ja, okay, aber vielleicht kommt er ja noch. Gucken jetzt alle dahin? Nee, ich bin auf der anderen Seite. Ich guck wieder zu Factory. Nee, jetzt läuft er doch wieder links Richtung Meer. Ja. Ach, du bist da neben mir. Weiß nicht, ob ich hochgehen soll. Ach, nee, egal. Da oben kannst du nicht gut schießen. Also egal. Der Durchgangsverkehr ist ja hier ganz schön enorm, ne? Ja, wir treffen nur keinen. Ja, wir haben ja schon ein paar auf den... Ne, also Strichliste führen wir hier schon. Oh, dieses ganze Fliegengeräusch-Dings hier. Pseudo, können wir deine Leiche mal verstecken, damit es hier nicht... Ach nee, dann hört man trotzdem die Fliegen, ne? Ja. Scheiße. Weißt du, wo er hin ist? Nee. Was ist denn da? Also zumindest sehe ich nicht mehr. Ist irgendwo Richtung... was wird's ist jetzt da hinten? Hier Rathaus dunkel, oder sowas oder? Ist da. Ist er gerannt. Hast du nicht eine Uhr? Ja. Man sind nur... Mann, ich würde sehen. Zombie. Keine Menschen. Schreib mal, I need help at the hospital, Chernobyl, bla bla bla. Nö. Doch, mach mal. Ich glaube, da ist einer in der Factory, der hat das geguckt. In welcher Factory? Gelber der Kran? Gelbe Kran. Hat geguckt? Ja, ja, du hast geguckt. Ne, ne. Darf er nicht. Du hast geguckt. Ne, 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 ne. Er hat geguckt. Ne, ne. ich brauche einen Werkzeugkoffer. Damit kann man doch Panzersperren wegmachen, ne? Ich habe einen Werkzeugkoffer. Ja, ich habe auch einen Werkzeugkoffer. In irgendeiner Leiche liegt ja auch noch einer drin. Ja, Werkzeugkoffer. Werkzeugkoffer. Steig in keinen Werkzeugkoffer. Gib mir einen Werkzeugkoffer. Oh, ich will jetzt noch einen killen in den letzten 13 Minuten. Das kann ja jetzt... Sehen. Ja, voll langweilig eigentlich, ne? Also jetzt gerade hört es mich an. Ich will jetzt was töten. Hey Leute, schreibt doch mal unter das Video. Schreibt doch mal. Bewertet mal das Video von 1 bis 10, wie langweilig das hier war. deabonniert mich nicht, einfach. Und dass wir voll nicht spielen können. Ja, und deabonniert mich einfach. Und DayZ war eh früher viel cooler, als es noch nicht so Mainstream war. Und deine Mutter ist dein Vater. Du ich hab einen Werkzeugkoffer gefunden. Juhu. verfickter Husten. Und wenn ihr das geschrieben habt, könnt ihr auch gleich ins Wohnzimmer zu eurer Mutter gehen und schön grüßen. ja. Und dass wir nächste Woche wieder vorbeikommen und dann das Restgeld geben. oh Mann. Aber das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die ganzen Leute, hä? Ja. Ich hab einen Werkzeugkoffer. Wo sind die Gegner? Kommt. Ah, hinten auf dem Fire Station ist er drauf. Okay. Auf dem Dach von der Fire Station. Oh Gott. Das ist natürlich weiter Schuss, ne? Weiter Schuss, weiter Schuss. Oh, ich verstecke jetzt Pseudos Leichen. Wir bräuchten wieder alle eine DMR, ne? Ja, alle. Warum haben wir denn nicht alle eine DMR? Klettert hoch auf. Alter. Auf den Turm. Von der Fire Station. Meinst du, den kriege ich von hier? Ne, glaube ich nicht. Oder? Naja, könntest du probieren. Klettert wieder runter. Klettert wieder runter? Alter, mit einer Enfield würde ich den treffen, ne? Hat aber keiner mit. Nee. Der eine Typ hatte doch eine Enfield gegenüber, der da. Ja, ich weiß, aber da komme ich ja gerade nicht hin. So, na gut. Verkackt. Na, du hast geguckt. Na, wie spät haben wir's? Oh, ich habe eine Uhr, cool. Habe ich gerade Pseudo geklaut. Frag doch mal Pseudo, wie spät ist jetzt es? Jetzt seh ich den Typen. Soll ich einfach mal auf Verdacht schießen aus der Entfernung? Nee, du nicht. Du oder was? Warum schießt ihr nicht alle drei zusammen? Vielleicht trifft irgendwer von euch. Auf wen wollt ihr jetzt schießen? Auf den bei der Fire Station? Ja, das ist ein bisschen riskant, ne? Wer war das jetzt? Ich bin hinter dir gerade gelaufen. Also ich sehe ihn gerade nicht mehr, deswegen frage ich. Du hast nicht geschossen, ja? Ich habe nicht geschossen, wurde geschossen? Ach da, rechter Hand ist er. Er klettert rechts den Turm hoch. Welchen Turm? Ach nee, Quatsch, nicht den Turm. Er ist wieder aufs Dach hochgeklettert bei der Fire Station. Ich renne da jetzt hin und nehme den Mars. Okay. Wollen wir das machen? Wollen wir einfach mal voll Selbstmordkommandomäßig dahin laufen und die Maß nehmen? Ja, weil was willst du denn noch machen? Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten in diesem Video und ich glaube, so schnell spiele ich keinen DayZ Plus wieder. Ne? Ich mache ja immer so Specials, die sind ja immer 2 Videos lang, ne? Wenn ich einen neuen Modus ausprobiere oder sowas. Richtig. Und das könnten wir doch jetzt mit einem richtig schönen Kamikaze-Kommando, könnten wir den doch jetzt... Könnt ihr machen, ich überwache das von hier. Oh, du bist so eine Pfeife. Redguard, bist du dabei? Ja, einer muss doch gucken, wo er hinläuft. Ja, der Kameramann, macht ihr das? nein!
Redguard, du stehst noch, du stehst hier noch. Alter, hast du einen Lack, Mann. Der stand hier gerade auf der Kante. Hast du was verloren an Energie oder so? Nee, überhaupt nicht zum Glück. Ja, was ist denn das? Der ist doch weg. Meinst du, der ist weg, der kommt nicht mehr wieder? Nee. Morgen ist Kindergarten. Ja, das ist wieder bei deiner Mutter, ne? War sie weg, kam nicht mehr wieder. Und dann warst du allein gelassen. Ja, genau wie dein Vater. Ja, ja, aber die sind ja zusammen miteinander durchgebrannt. Das war's. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Ja. Deswegen kann man Stacheldraht sehen wir uns so ähnlich. Mit Werkzeugkoffer? Jungs? Was kann man Stacheldraht mit Stacheldraht? Stacheldraht mit Werkzeugkoffer? Ja. Eigentlich schon, ja. Warum geht das nicht? Vielleicht kannst du es einfach nicht. Cheated, ey. Pass auf, ich steig jetzt hier runter und ich gehe jetzt auf das große Gebäude, auf die große Factory. Ich steig auf kein großes Gebäude. Aber bei meinem Vater mit deiner Mutter, ne, dürfen wir auch nicht heiraten, Pseudo. Weißt du, Blutsverwandtschaft ist nicht so cool. Ja. Soll ich mitkommen, oder was? Ja, los, komm, Action jetzt nochmal hier. Wir gehen jetzt alle. 10 Minuten Action. Gut. Action Jackson. Dr. Action. Who is driven Electro? Hoffentlich driven der nach Tscherno, Alter. Okay, gesichert. Oh nein. Klar. Ich komm nicht runter. Wo guckst du? Okay. Ich krieg keinen runter, ah, da. Du hast geguckt. Na. Warte. Noch ein Redguard warten. Okay, ich gesichert. Komme. Okay, warte, ich sichere vorne. Okay, gesichert. Na toll, was habt ihr gebracht? Ihr habt eine AS-50 ohne Munition. Gesichert. Okay, Redguard, wo bist du? Redguard, hinhocken! Ja. Entschuldigung. Okay, weiter. Gehst du runter. Los, Pseudo. Oh! Laufen! Lustig. Plötzlich kam ein Zombie lang gerannt. Na, ich kann ja leise schießen, ich habe ja SD. Echt? Ja. Alter, warum sprintest du darüber, du Freak? Ja, weil ich geil bin. Oh, Redguard hat so einen geilen Anzug an. Hat nicht zufällig einer von euch AS-50 Munition im Koffer? 6. Ach man. Weißt du was, ich behalte die einfach. Das ist ja mein favorite Server hier. Oh, Ponne, weißt du was ich habe? Na, AS-50 Flatrate. Ja, aber wo ist denn er schon wieder hin hier, ey? Ich habe eine ACC Akut Flatrate. Ja, wo bist du denn? Hä, ich bin hoch, ich gehe gerade aufs große Gebäude. Hab ich doch gesagt. Hä? Die große Factory. Wir sind rechts vom Gebäude. Ja, ihr hättet. Warte, nee, rechts ist richtig. Und dann ist doch dahinter die große Leiter. Ja. Homo sapiens. Wo ist hier schon die große Leiter? Da noch ein Stückchen weiter und dann, genau. Ich hab geguckt. Na, ich hab geguckt. Na. Who is in Tscherno Shop? Alter, macht euch bereit. Wo ist der Shop? Tscherno Shop? Ja, das muss ja hier bei uns sein. Rechts. Leider hochsteigen, aber wir kommen hier nie wieder runter. Oh. Ist egal. Wollen wir auch nicht. Wo ist denn der Shop? Ja, rechts. Also Ortseingang, glaube ich. Kompassmäßig? Am Arsch. So Richtung Wasser oder was? Kompass? Keine Ahnung. Süden. Ah, Jungs, klettert weiter hoch. Ich will mir hier nicht die Füße brechen. Ich bin auch schon ganz, also fast ganz oben. Wo seid ihr? Hier steht Leiter loslassen. Auf keinen Fall. Oh fuck, Leiter hochsteigen. Oh Gott, mit der MP5 von hier oben. Treffe ich doch kein Schwein. Schon Zombie. Ja, ich auch. Macht der ganz hoch oder? Ich bin gerade mal ganz oben, um zu gucken, zur Firestation und so. Ah, ich sehe den Shop. Ich sehe den Shop. Ich sehe den Shop. Alter, wir brauchen eine AS-50 hier oben. Ja, Ponne, wo bleibst du? Und bring Munition. Ja, ohne Munition, was soll ich denn mal machen? Ja, schieße dir welche, so wie du es immer machst. Oh, habe ich das jetzt verraten? Ja. Okay, im Shop ist kein Mensch. Ja, ich sehe da, also ich habe auch nur den Shop gesehen, ne? Alter! Da ist er auf der Fire Station. Auf der Fire Station, ich komme. Hast du gerade geschossen? Hier schießt jemand. Bist du das? Ja, er ist es. Ich hab ihn erlegt. Rob wurde getötet. Dahinter rennt noch einer. Oder war das ein Zombie? Wo denn? Nee, ich glaube, das war ein Zombie. Schon gut. What the fuck? Ich hab ihn da voll weggeschossen. Ja? Why did you shoot me? Alter, das ist ein richtig hartes Gerät hier, ey. Was hast du noch? Was hast du denn?
Das ist genommen für eine Waffe. Da liegt noch einer, ne? Warte. That's no even cool. Ey! Da schießt auf mich der Arsch. Wo ist denn der? Du bist auf Fire Station. Keine Ahnung. Auf der Fire Station liegt noch einer. Pass auf, ich renne jetzt zur Fire Station. Ist keiner von euch, ne? Nee. Ich bin gerade auf das unterste Deck gerannt. Alter, wie laut deine Knarre ist, ne? Das geht mal gar nicht. Ich komme jetzt auch nochmal runter. Kein Binicola. Was? Some Snipping Debug by the Hospital? Jetzt nochmal zum Krankenhaus gucken. Hast du eine Debug? Ich habe eine SA-58B. Auf dem Krankenhaus ist keiner. Oh, ich wollte gerade sagen, wer steht denn da einfach so rum, so gerade? Ja, ich hier. Oder was? Jetzt hier hinter dem... Ja, okay. Ja, das bin ich. Ich guck da gerade runter und guck mir das Hospital an. Habt ihr jetzt beide getötet, oder? Nein. Wo sehe ich denn das? Ob ich den getötet habe? Setz it's my Killer-Kommando in Cherno. Yeah! So killing Bambis for fun. Was haben wir vorhin die ganze Zeit geschrieben? Sure. Killing Bambis. Bambi! Ich bin auch ein Bambi. Ich hab nur eine komische Waffe gefunden hier. Wer kommt denn da wieder hoch? Niemand? Hat einer ein Fernglas? Nee, leider ja, nicht. Ja, ich, aber... Ja, dann rennt doch mal einer hin. Ich kann das nicht sehen, also das... Also ich wollte eigentlich dorthin rennen, aber... Aber? Warte mal. Ich renne jetzt dorthin, deckt mich einfach. Natürlich. Ja, von vorne oder von hinten? Von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Wenn ich sterbe, seid ihr schuld. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Denn durch ein Leck bleibst du bei mir. Wo sind die jetzt eigentlich ungefähr? Richtung Fire Station oder wo ja. Bin ich hin? Ja, ja. So, du meinst einfach ja auf Fire der Fire Station. Rein. Ey, der wird die Leiche gerade gelootet? Ja, die andere Leiche, die ich weggeschossen habe, die ist links runtergefallen. Also die Treppe. Die Leiter. Auf der Fire Station runtergefallen. Oder von der Fire Station runtergefallen. Von der Fire Station die Leiter runtergefallen. Okay. Was schießt denn da? Was schießt du denn? Ich hab einfach mal auf die Leiche geschossen, weil ich dachte, da steht einer. Das erkennt man so schlecht. Ich will nur noch nicht deine Munition, ey. Ey, kann mich doch ausloggen. Wo ist denn eigentlich Red Guard? Ich bin ja rechter Hand quasi geradezu. Rechts von der Fire Station laufe ich auf der Straße. Ich sehe die Straße, aber ich sehe Red Guard noch nicht. Ich auch nicht. Ich sehe ihn. Der oben drauf steht, der bewegt sich nicht. Ja, das sehe ich. Ich sehe aber Red Guard und Zombie kommt gerade auf ihn zu. Red Guard, gib einfach Gas, wir haben dich im Blick. Soll ich versuchen, den Zombie wegzuschießen? Ich kann mich ja auswählen, nee. Ist ja kein Problem. Alter, jetzt hör mal auf zu labern hier. Geh auf dem Dach oder wo ist der jetzt? Auf dem Dach. Geh einfach rein, da ist keiner. Und auf dem Dach liegt einer, aber der hat sich schon 5 Minuten lang nicht bewegt. Wenn du da jetzt rumguckst, da müsste einer liegen. Nein? Ja, hat er sich ausgelockt. Nee, den habe ich ja getötet. Und die Leiter hoch da jetzt? Ja, wollte ich gerade, aber da war noch ein Zombie weg. Also da ist er auf jeden Fall weggeflogen. Ja, ich hab Fliegen gehört oder ich höre Fliegen. Komm, lauf. Und ich sehe Blut. Ponne, sehr schön. Killer-Kommando Cherno, finde ich, ist ein richtig schöner, schöne Überschrift für dieses Video. Ich wollte es gerade sagen, ey, das wäre eigentlich eine Überschrift für die... Ich bin oben. Und da liegt noch einer, oder? Ja! Aber der hat bloß eine Winchester. Hinter dir. So nee, noch ein Bär Stück weiter hier. Red Guard. Oh, mehr an den Turm ran. Wartet kurz. Ja, der hat bloß eine Winchester. Und nichts weiter. Ein Bambi halt, ne? Ein Bambi. Ja, so ein kleines Bämmchen. Los, versteck seine Leiche, damit er richtig ausrastet. Ach nee. Und wo? War ja, stopp vor dir, links. Was links? Was ist das? Das ist ein Lautsprecher. Aha, okay. Dann habe ich auf den Lautsprecher geschossen. Und hast ja, ich hab's von Weitem habe ich auch gedacht, dass da steht noch einer. Aber du hast ihn getötet, ne, den Lautsprecher. Hier, 13 Minuten schon vorbei, oder? Nee, warte, ich gucke. Wir sind bei... Oh, noch eine Minute. So, ey, toll. Und keine krasse Aktion gerissen, aber... Was aber hier, ich habe einen erschossen. Du hast einen erschossen und was auch ganz gut ist, dass wir hier auf diesem Gebäude sind. Weil, wenn wir uns hier wieder einloggen, dann haben wir wahrscheinlich beim nächsten Mal einloggen richtig Rambazamba. Das könnte was sein. Ramba, Zamba, Preise groß und klein.
Wer kennt ihn nicht? Ja. Ausrüstung. Ich sterb grad mal freiwillig, weil ich irgendwie... Uns willst, ne? Ja, lohnt sich ja jetzt nicht mehr. Aber die Runde ist zum Glück vorbei. Ja, aber irgendwie... Ach Mensch, ich hätte mir schon noch ein bisschen mehr Action gewünscht. Action, Leute, Action. Wollen wir den Typen auf dem... Pseudo, wollen wir den Typen auf der Firestation mal töten? Dann in Gelbes House Factory ist einer. Aber was? Man hat ja leider kein Fernglas hier. Oh, Zeit ist abgelaufen, aber ich will... hat da eins. Ich will trotzdem mal gucken. Typ auf der Straße. Oh. Du hast es nicht mitgenommen. Nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Oh, ärgerlich. Das konntest du auch nicht mehr sehen, weil ich das eigentlich gesteckt hab. Ach so. Das erklärt einiges. Ah, hier, und weißt du, hier die reden und brauchen und... Ja, und er lacht sich ins Fäustchen. Justice for dinner. So, ich bringe mich jetzt in Sicherheit. Geht der ganz hoch, oder? Wie, nee, ich bringe mich hier in diesem Zwischenteil im Gebäude, weißt du? Das okay, macht dann Sinn. Komm schon, das macht total Sinn, da verstecke ich mich. Wollen wir das so machen, dass du da bleibst und wenn wir weiterspielen? Spielen wir von hier aus weiter. Genau. Dann hole ich mir nämlich wieder Ausrüstung und so und begib mich da. Das klingt sehr, sehr gut. Ponner. Also meine lieben Freunde, damit endet dieses Video. Ich hätte euch gern ein bisschen mehr Action gezeigt, aber die Pisser sind ja einfach nicht näher rangekommen, ey. Was für Feiglinge. Feiglinge. Die haben es aber auch nicht gewusst. Feiglinge hier. Alles Bambis. Alles Bambis. So, und nächstes Mal töten wir Bambis Mutter. Also meine lieben Freunde, haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.